Du kennst es vielleicht aus deiner eigenen Familie. Es ist ja wirklich wie so eine Art von ja, Energiefeld, das dich immer wieder versucht einzusaugen. Und wenn du so das Gefühl hast, wow, hey, ich bin jetzt echt ausgestiegen aus diesem Familienkarma, dann kommt irgendeine Situation, die dir zeigt und sagt, hey, vergiss es, du steckst noch mittendrin. Willkommen zu dieser neuen, brandaktuellen Folge hier im New Spirit Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Unser Thema heute ist Familienkarma. Und vielleicht denkst du dir, mich beschäftigt das eigentlich nicht so sehr oder mich interessiert das eigentlich nicht so sehr. Ich möchte dir empfehlen, diese Gedanken gleich zur Seite zu schieben. Weil Familienkarma ist etwas, was uns alle beschäftigt. Ob wir es wollen oder nicht wollen, wir sind alle ein Teil einer Familie. Wir sind verbunden mit unseren Vorfahren, mit unserer Familie über energetische Bahnen und das ist etwas, was nicht unbedingt Hokuspokus ist oder Esoterik. Das ist eine Tatsache. So, und die Frage ist, ob du durch dein Leben gehen willst, vollkommen unbewusst, was dieses Familienkarma mit dir anstellt, oder ob du dich jetzt dazu entscheidest, bewusst mit deinem Familienkarma zu arbeiten und für dich zu entscheiden, welche Realitäten, die von deinem Familienkarma unterstützt werden, du leben möchtest und welche nicht. Genau darum geht es in dieser neuen Folge. Und ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist und dass ich die Möglichkeit habe, dich ein Stück weit mit meinen Erfahrungen zu inspirieren und irgendwo auch zu begleiten. Bitte mach dir hier gleich zu Beginn bewusst, es ist nicht die Wahrheit, die ich hier verkünde, es ist einfach nur ein Modell der Realität, das ich dir vorstellen will. Und mittlerweile hast du das vielleicht schon für dich so integriert und auch wahrgenommen. Beim New Spirit Podcast geht es um ein selbstbestimmtes, spirituell authentisches Leben. Das heißt, was auch immer ich hier verzapfe, wenn es nicht in Resonanz geht mit deinem Herzen, dann ab in die Tonne damit. Ich bin nicht hier, ich stehe hier nicht vor der Kamera bzw. mache dieses Video, weil ich dich von allem, was ich denke oder an was ich glaube, überzeugen möchte. Eher komplett im Gegenteil. Ich möchte so ein Stück weit ein Türöffner für dich sein und dich in eine Welt hinein begleiten, wo du deine eigene Spiritualität leben kannst. Das ist das Wichtigste. Familienkarma ist ein Thema, in dem ich in den vergangenen Jahren eigentlich fast so ein bisschen unfreiwillig zur Spezialistin wurde. Und du musst dir vorstellen, früher in meiner Praxis kamen Menschen zu mir und sie hatten gewisse Thematiken, Probleme, Phänomene und sie wussten einfach nicht weiter. Und auch später dann, als ich angefangen habe, Menschen in Energiebewusstsein auszubilden, kam das Thema Familienkarma immer wieder hoch. Und wenn ich sage, dass zu 80% all unserer Themen von Familienkarma irgendwo beeinflusst werden, dann untertreibe ich damit nicht. Es ist tatsächlich so, dass das, was wir familiär erlebt haben, bewusst oder unbewusst, als Menschen oder als Seele, uns ein Leben lang beeinflusst. Positiv, aber leider auch in sehr, sehr häufigen Fällen negativ. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir 11 Facts über das Thema Familienkarma durchgehen und auch dir gleich ein paar Strategien und Tools an die Hand geben, damit du mit Familienkarma in deinem Leben bewusster umgehen kannst. Wenn ich sage, dass ich Spezialistin bin auf dem Thema Familienkarma, dann auch, weil ich natürlich in eine Familie hineingeboren wurde, wo es ziemlich hartnäckiges Familienkarma gab.
Und du kennst es vielleicht aus deiner eigenen Familie. Es ist ja wirklich wie so eine Art von Energiefeld, das dich immer wieder versucht einzusaugen. Und wenn du so das Gefühl hast, wow, hey, ich bin jetzt echt ausgestiegen aus diesem Familienkarma, dann kommt irgendeine Situation, die dir zeigt und sagt, hey, vergiss es, du steckst noch mittendrin. Und auch bei uns in der Familie gab es so ein paar Themen, die sich immer wieder wiederholt haben über verschiedene Generationen hinweg. Und du musst dir vorstellen, es gibt so Themen wie zum Beispiel mangelndes Selbstbewusstsein oder destruktive Beziehung zum Thema Essen. Das waren ganz, ganz häufige Themen, die auch bei mir in der Familie immer wieder hochgekommen sind. Und jede Generation, die es nicht schafft, dieses Thema für sich irgendwie zu entladen, zu neutralisieren oder aufzulösen, gibt das Thema, also diese unerledigte Hausaufgabe, weiter an die nächste Generation. So, und wenn es dann bei der nächsten Generation auf dem Tisch landet sozusagen, dann ist dieses Thema ein Stück weit geladener, tiefer, wuchtiger. Jede Generation, die es nicht schafft, ein gewisses Familienkarma aufzulösen, verstärkt es eigentlich. So, das heißt, wenn du zum Beispiel weißt, da gibt es ein Thema, nehmen wir nochmal dieses destruktive Beziehung zum Thema Essen. Du weißt, dass es bei deiner Mutter so war, bei deiner Großmutter so war und jetzt hast du dieses Thema auch, weißt du auch implizit, dass dieses Thema ein hartnäckiges Thema zu sein scheint. So, ich möchte jetzt aber hier keine neuen Glaubensüberzeugungen in die Welt setzen, weil eins muss uns auch bewusst sein, wir leben in einer neuen Ära der Spiritualität und jeder von uns darf frei wählen, was sie, was er glauben möchte. Das heißt, wenn du sagst, du Baha, ich glaube nicht an das Konzept Familienkarma und all deine Teile können das in diesem Moment voll integrieren, dann machst du einfach Pause, Stopp. Du brauchst diese Folge nicht weiter anschauen. Wenn du es schaffst, dich komplett von diesem Konzept, weil es ist erstmal nur ein Konzept, zu lösen, dich mental, geistig, auf Herzensebene, auf DNA-Ebene, auf allen Ebenen deines Systems davon zu lösen, musst du dir über Familienkarma jetzt, sofort, ab diesem Moment keine Gedanken mehr machen. So, ich bin noch nicht an diesem Punkt. Es gibt Teile in mir, die halten noch fest an diesem Familienkarma und das muss nicht einfach nur schlecht sein. Was meine ich damit? Familienkarma ist auch etwas, was uns erdet, was uns mit der Erde verbindet, was uns menschlich macht. Und es kann sogar sein, dass du als Seele hier inkarnieren wolltest, weil du erleben wolltest, wie es ist, ein Familienkarma aufzulösen. Das heißt, Familienkarma ist nicht einfach nur schlecht, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Erdung geht und wenn es auch darum geht, dein Erdungspotenzial zu aktivieren. Du bist ein Teil deiner Familie und das ist gut so. Und wenn wir von Familienkarma sprechen, dann denken wir auch häufig an die negativen Aspekte, die da aus unserer Familie in unser System überschwappen. Aber glaub mir, da gibt es auch noch ganz, ganz viele wundervolle Aspekte und auf die werde ich jetzt auch gleich eingehen. Ein Beispiel aus meiner Familie. Väterlicherseits gab es diesen Großvater, der Journalist war und der wunderschöne Gedichte geschrieben hat, der literarisch sehr bewandert war. Und ich weiß, dass das irgendwo in meinem System pulsiert und ich kann immer wieder darauf zurückgreifen und es unterstützt mich natürlich immens in meiner Arbeit. Das heißt, es ist nicht einfach nur schlecht. Es gibt Aspekte in deinem Familienkarma, die dich wirklich auch mehr in deine Kraft katapultieren und die dir auch zeigen, wo deine Berufung oder deine Seelenaufgabe liegt. So, es gibt etwas, was Familienkarma ganz, ganz besonders macht im Kontext von diesem großen Begriff oder Überbegriff Karma. Über Karma hatte ich ja schon ein paar Folgen hier im New Spirit Podcast gemacht. Bei Familienkarma gibt es noch so ein paar Spezialitäten. Und es ist nämlich so, dass Familienkarma etwas
schwieriger und komplexer ist als jede andere Form von einem anderen Karma. Denn da spielt ganz, ganz stark der Aspekt der Liebe mit hinein. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir sage, löse dich von dem Karma deiner Mutter, dann ist da dieses Feld der Liebe, das zwischen euch beiden existiert. Und für viele Menschen ist es erstmal nicht vereinbar. Das heißt, sie denken oder sie fühlen, sie haben auch so dieses innere Gefühl, dass wenn sie sich familienkarmisch von ihrer Mutter lösen, dass sie sich auch von diesem Feld der Liebe lösen. Aber dem ist nicht so. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese negativ resonierenden familienkarmischen Energien zu neutralisieren, wird das Feld der Liebe noch stärker. Das heißt, jedes Mal, wenn du an diesen Verbindungen, die negativ sind, arbeitest, verstärkst du den Aspekt der Liebe. Und das macht Familienkarma so besonders. Des Weiteren könnte es aber sein, dass es für dich schwieriger ist, Familienkarma aufzulösen, verglichen mit anderem Karma. Denn es gibt gemeinsame Erfahrungen, die wir mit unserer Familie teilen. Und diese gemeinsamen Erfahrungen, die können diese energetische Verbindung auch noch verstärken. Und wir können diese Erfahrungen nicht einfach aus unserem Bewusstsein löschen. Was wir aber tun können, und dazu komme ich dann gleich noch im Laufe dieser Folge, wir können gewisse Aspekte neutralisieren, die uns daran hindern, in unserer Kraft zu sein. Dabei können aber die Erfahrungen aus der Vergangenheit immer noch da sein und immer noch existieren. Das heißt, es spielt überhaupt gar keine Rolle. So, das nächste, der dritte Punkt, der das so ein bisschen schwierig macht, uns auch von Familienkarma zu distanzieren, ist die Ahnenlinie. Das heißt, du bist über die Ahnenlinie väterlicher und mütterlicherseits mit der gesamten Ahnenschaft, die hinter dir liegt, verbunden. Und das wollen und können wir nicht einfach so kappen. Und denk daran an meinen Großvater, der Journalist war, der wunderschöne Gedichte und Romane geschrieben hat. Ich möchte diese wunderschöne Verbindung nicht kappen. Aber wir dürfen, jeder einzelne von uns, als spirituell selbstbestimmte Wesen entscheiden, was wir von unserer Ahnenschaft noch weiterleben wollen und wovon wir uns jetzt distanzieren wollen. Und genau darum geht es hier in dieser Podcast-Folge. Ich habe festgestellt, dass wenn ich mit Menschen arbeite, und früher war das im Einzelsetting, in der Praxis und heute in den Ausbildungen und Seminaren, kommt das Thema Familienkarma immer wieder an die Oberfläche. Und ich habe beobachten können, dass Menschen durch diverse Tools, die wir auch in unserem New Spirit Konzept haben oder in unserem Chakras Project, dass Menschen wirklich Heilung und Transformation erleben können und dürfen, wenn sie sich von ihrem Familienkarma distanzieren. Und es können sogar unheilbare Krankheiten sein. Es kann sogar sein, dass du immer wieder die gleichen oder ähnlichen Muster in deinen Beziehungen erlebst und dich immer wieder fragst, woran das liegt. Es könnte sein, dass du diese Muster von deiner Familie, von deinen Eltern übernommen hast. Und jetzt lass uns direkt in das Thema einsteigen und diese 11 Facts zum Thema Familienkarma uns anschauen. So, der erste Punkt, den habe ich schon ein bisschen angesprochen. Häufig denken wir ja, Familienkarma ist schlecht. Nein, Familienkarma ist wichtig und wertvoll. Dein Familienkarma erdet dich, verbindet dich auch mit der Erde. Und vor allem für Menschen, die sich so ein bisschen mit dem Star People Konzept auch zu Hause fühlen, die sich da auch irgendwie mit diesem Konzept verbunden fühlen. Für Star People ist es ganz wichtig, diese familiären Wurzeln zu haben, die zu ehren, die zu achten und dankbar dafür zu sein. Also bitte versucht es in deinem Bewusstsein ein bisschen umzuprogrammieren. Familienkarma ist nicht einfach immer schlecht. So, das Zweite, was ich zu Familienkarma sagen möchte, ist ein etwas revolutionärer Ansatz, aber ich bin der Überzeugung, dass wir als spirituell offene Menschen dafür bereit sind. Häufig halten wir ja sehr, sehr krass an diesem Konzept von Familie fest und wir sagen,
Das ist meine Familie. Dort draußen, das sind die fremden Menschen, die gehören nicht zu meiner Familie. Und ich bin mir sicher, du bist auf deinem ganz persönlichen spirituellen Weg und hast für dich auch schon herausgefunden, dass es so eine Trennung eigentlich nicht geben muss. Das heißt, auch die Kinder, die wir in die Welt setzen, das sind nicht unsere Kinder, es sind die Kinder dieser Erde. Und wir sind eine große Familie. So in dem Moment, in dem wir uns das bewusst machen, dass wir nicht gefangen sind in einer abgekapselten Familienstruktur, sondern dass wir alle eine große Familie sind hier auf der Erde, distanzierst du dich automatisch auch von diesem Gefängnis Familienkarma, in das du hineingeboren wurdest. Das heißt, in diesem Moment explodiert eigentlich dein Energiefeld im positiven Sinne und du öffnest dich für all diese Möglichkeiten, dich selbst zu entfalten, außerhalb der Zone von deinem Familienkarma. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein ganz, ganz wichtiger Fakt zum Thema Familienkarma. Der dritte Punkt ist für dich wichtig, vor allem dann, wenn du eine eigene Familie hast, das heißt auch eigene Kinder hast. Ich erlebe es ganz oft, dass Mütter oder Väter zu mir kommen und sagen, Baha, seitdem ich meine Kinder habe, seitdem mein Sohn geboren wurde oder meine Tochter geboren wurde, habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr so strikt und so diszipliniert auf meinem spirituellen Weg voranschreiten. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich verantwortlich für ein Lebewesen und ich stecke zurück und ich kann meine Meditationen nicht mehr durchführen und so weiter und so weiter. So, wenn du als Elternteil dich dazu entschieden hast, deine Kinder als selbstbestimmte und spirituell bewusste Menschen zu erziehen, musst du ab sofort beginnen, egoistischer zu sein. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Vielleicht denkst du dir jetzt auch irgendwo in deinem Hinterkopf, Baha, du hast ja leicht reden, du hast ja keine eigenen Kinder. So einfach ist das nicht. Ich verstehe dich. Und ich weiß auch, dass ich im Moment keine eigenen Kinder habe. Aber glaub mir, ich habe viele, viele Leben verbracht, wo ich selber eine Mutter oder ein Vater war. Also ich weiß so ungefähr, wie das ist. So, trotzdem möchte ich dir sagen, das Wertvollste, was du deinen Kindern vorleben kannst, ist, dass du ihnen zeigst, dass du ein individueller Mensch bist. Dass du nicht einfach nur Mutter bist oder einfach nur Ehefrau oder Ehemann, Vater, sondern dass du ein eigenständiges, spirituelles Wesen bist, dass du gut für dich sorgst. Wenn du das deinen Kindern vorlebst, lebst du ihnen auch vor, wie es ist, ein Mensch zu sein, der familienkarmisch unabhängig lebt. Das heißt, in dem Moment, in dem du das vorlebst, integrieren das deine Kinder, dass auch sie eigenständige, selbstbewusste, spirituelle Wesen sind, die ihren eigenen Weg gehen. Dein Kind gehört nicht zu dir. Dein Kind ist ein universelles, spirituelles Wesen, genauso wie du es auch bist. Das Universum hat entschieden, dass dieses Kind in deinem Feld geboren wird. Aber bitte, bitte achte darauf, dass du da nicht zurücksteckst oder dich in den Hintergrund schiebst, weil dann zeigst du deinen Kindern, wie es ist zu leben in einer Abhängigkeit. Und Familienkarma ist Abhängigkeit. Das heißt, beginne für dich Zeit einzuräumen und hab bitte kein schlechtes Gewissen. Du tust deinen Kindern einen enorm großen Gefallen, wenn du ihnen vorlebst, wie es ist, ein spirituell bewusster Mensch zu sein, der bereit ist, auch gut für sich selbst zu sorgen. Du weißt das, ich weiß das. Wenn du in deiner Mitte und Kraft bist, bist du für deine Kinder viel, viel wertvoller, viel, viel nutzvoller, als wie wenn du die ganze Zeit in einem Stressmodus bist und die ganze Zeit auch dieses schlechte Gewissen hast, irgendetwas falsch zu machen. Du machst nichts falsch und du bist genau richtig, so wie du bist. Gib dein Bestes, vor allem aber auch für dich selbst. So, der vierte Punkt, der vierte Fakt zum Thema Familienkarma ist auch höchst spannend. Auf einer gewissen bewussten und oberflächlichen Ebene wissen wir, dass wir mit unserer Familie verbunden sind über unsere Gene. So, es ist aber so, dass es eine noch viel, viel stärkere Verbindung gibt und das ist über unser Energiesystem. Vor allem unsere Chakras, das heißt die Energiezentren in unserem Körper, sind verwoben mit unserem Familienkarma.
Als Babys noch im Mutterleib lernen unsere Chakras von den Chakras unserer Mütter, wie es ist, diese Eigendynamik, diese Funktion, diese Rotation auch in den Chakras, wie es ist, die durchzuführen. Das heißt, als Babys übernehmen wir eins zu eins das Chakrasystem unserer Mütter. Und dieses 1:1 übernehmen, das ist erstmal der perfekte Plan, denn die Chakras lernen von den Chakras der Mutter und das ist super so. So verhängnisvoll wird das Ganze, wenn wir es nicht schaffen, im Prozess des Erwachsenwerdens unsere eigene Wahrheit zu finden, unseren eigenen Weg zu finden, wenn wir es nicht schaffen, dort auszusteigen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig für jeden Menschen, dass er irgendwann beginnt, sich Fragen zu stellen. Wer bin ich? Woran möchte ich glauben? Was ist mein persönlicher spiritueller Weg? Was sind meine Ideale? Was sind Dinge, an denen ich festhalten möchte als Mensch, als spirituelles Wesen? So darüber hinaus ist es auch extrem wichtig, dass jeder von uns bewusst mit den eigenen Chakras arbeitet. Die Chakras sind die Energiezentren in unserem Körper, die das gesamte Energiefeld für unser Leben aufspannen. Das ist wirklich so wie eine Art von Netz oder Zelt. Das heißt, von unseren Chakras aus, und es gibt insgesamt 8 Stück, vibriert diese Energie nach außen und baut dieses Zelt um uns herum auf. Und dieses Zelt beherbergt alle Aspekte unseres Lebens. Das heißt Beruf, Karriere, Gesundheit, Beziehung, Partnerschaft, Sexualität, alles. Das heißt, das Chakrasystem umfasst alle Bereiche. So, wenn du bemerkst, dass du gewisse Realitäten lebst, die sehr ähnlich sind zu den Realitäten deiner Vorfahren, deiner Eltern, solltest du unbedingt beginnen, an deinen Chakras zu arbeiten. Weil es heißt einfach, dass deine Chakras immer noch ein ähnliches Muster erleben wie deine Eltern oder wie deine Vorfahren. Das heißt, deine Chakras haben es noch nicht gelernt, eigenständig und selbstständig zu rotieren, eigenständig, selbstständig diese Energie aufrechtzuerhalten. Ich liebe das Thema Chakras und vielleicht bist du ja bereits im Chakras Project registriert und hast die erste Runde erlebt, die im August 2017 gestartet ist. Und jetzt nach ungefähr einem halben Jahr haben wir nochmal die Tore für unser Chakras Project Online Training geöffnet, beziehungsweise öffnen die Tore am 14. Februar 2018. Du kannst dich ab dem 14. Februar für das Chakras Project eintragen und registrieren und ich lege es dir wärmstens ans Herz. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, dein Energiesystem ist so ein bisschen faul geworden und du hast das Gefühl, dass du durch dein Leben gehst, aber nicht bewusst dein Leben lebst, sondern das Leben lebt dich einfach nur und es wiederholen sich Muster aus deiner Familie und du möchtest dort aussteigen. Das Chakras Project ist ein 9-Wochen-Programm, wo ich dich an die Hand nehme mit Videos, Meditationen, Sessions, Sleep Trainings, Frequenzen, um die Chakras zu aktivieren, damit dein Chakrasystem sich kalibriert, neu formatiert, sodass du von dort aus auch entscheiden darfst, was du leben möchtest, welche Realitäten du verstärken möchtest in deinem Leben. So viel zum Chakras Project. Jetzt lass uns wieder zurückgehen auf das Thema Familienkarma. So, eine Strategie, und das ist jetzt Punkt 5 von unseren 11 Facts, ist, dass du beginnst einen Clean Room. Clean Room heißt auf Englisch, ins Deutsche übersetzt, sauberer Raum, dass du für dich einen Clean Room erschaffst. Was meine ich damit? Ein Clean Room kann ein ganz bewusster Ort oder ein Zimmer oder eine Ecke in deinem Zuhause sein, der einfach Neutralität widerspiegelt. Das heißt, ein Raum, wo du sein kannst, wo du dich hinsetzen kannst zum Meditieren, wo du dich hinsetzen kannst, um dich zu sammeln, wo einfach Neutralität herrscht. So, was meine ich mit Neutralität? Neutralität hat viel damit zu tun, womit du dich identifizierst. Das heißt, immer wenn du in deinen Clean Room gehst,
löst du dich von allen Identifikationen auf menschlicher Ebene. The Clean Room ist für dich auch ein Symbol dafür, dass du als spirituelles Wesen komplett unabhängig bist von jeglicher Art von System und Strukturen, die hier auf der Erde existieren. Wenn du in deinem Clean Room bist, machst du einen Reset. Das heißt, eigentlich stellst du zurück auf Werkseinstellungen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und von dort aus kannst du dann bewusst entscheiden, was du leben möchtest, was du verstärken möchtest, was du noch mehr kultivieren möchtest. Das heißt, du steigst aus diesem Familienkarma-Konzept. Du bist in deinem Clean Room. So, dieser Clean Room, wie ich eben schon angedeutet habe, kann ein Raum sein, ein Zimmer sein, eine Ecke sein. Und wirklich ein Raum, der rein ist, der leer ist. Clean Room kann für dich auch eine gewisse Zeitspanne sein. Du könntest mit dir selbst vereinbaren, dass jeden Abend um 20.30 Uhr du 10 Minuten lang in deinem Clean Room Space bist. Das heißt, es ist nicht an einen Ort gebunden, sondern an einen Zeitpunkt, 20.30 Uhr sagen wir mal, bist du in deinem Clean Room und du nutzt diese 10 Minuten, um dich zu zentrieren, um dir bewusst zu machen, welche Realität du leben möchtest, um dich einfach mal wirklich in deinem Energieraum ankommen zu lassen. Mach dieses Ritual. Entweder du nutzt einen ganz gewissen Zeitpunkt oder du nutzt einen Ort bei dir zu Hause als Clean Room Club. Zungenbrecher. So, und diesen Clean Room kannst du auch immer dann nutzen, punktuell, wenn du das Gefühl hast, das Familienkarma saugt dich ein. Oder gerade ist irgendeine Situation aufgekommen, die dir zeigt, dass du noch ziemlich krass im Familienkarma drin steckst. Oder du erwartest Besuch von deinen Eltern oder was auch immer. Geh in diesen Clean Room, zentrier dich, fokussier dich auf das, was du leben möchtest, auf deine eigene Wahrheit. Diese Strategie des Clean Rooms hat mir persönlich so oft geholfen und es ist wie wirklich so eine Handbremse, die man zieht. Weil häufig ist es so, das saugt einen ein, dieses Thema, und dann ist man mittendrin, man ärgert sich, man fühlt sich nicht mehr emotional in der eigenen Mitte. Du machst einen Stopp, das ist wie ein Stoppzeichen, du gehst in deinen Clean Room, du kannst auch innerlich sagen, ich trete jetzt ein in meinen Clean Room, du resettest dich und dann kannst du von dort aus entscheiden, was du leben möchtest, an was du glauben möchtest, was du kultivieren möchtest. Clean Room. So, die nächste Strategie oder die nächste Theorie, die ich dir jetzt hier auch erklären möchte, ist die Zero Distance Theory. So, ich weiß, das ist alles Englisch. Es tut mir leid, aber es ist wirklich so, dass ich mit diesen englischen Begriffen manchmal irgendwie besser zurechtkomme. Und wenn ich so in meinem Inspirational Talk bin, das heißt innerlich mit meinem geistigen Team spreche, einfach auch diese Informationen downloade, dann kommen diese Dinge ganz oft auf Englisch zu mir. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist einfach so. Und ich kann es leider nicht ändern. Deswegen Zero Distance Theory auf Deutsch. Null-Distanz-Theorie. Diese Theorie besagt, dass alles, womit du unmittelbar in Berührung bist, eine ganz intensive Auswirkung hat auf dein Energiesystem. Macht eigentlich absolut Sinn, oder? Das heißt, die Menschen, mit denen du sehr stark in Kontakt bist, also wirklicher Kontakt, physischer Kontakt, das sind die Menschen, die dich ein Stück weit verändern, die auch eine Auswirkungen haben auf dein Energiesystem. Wieso erzähle ich dir das jetzt vor allem in Bezug auf Familienkarma? Es kann manchmal wichtig und hilfreich sein, eine gewisse geografische Distanz zu erschaffen, um sich von gewissen familienkarmischen Themen mal zu distanzieren. Das heißt, es könnte für dich wichtig sein, dass du dich für eine gewisse Phase geografisch gesehen zum Beispiel von deinen Eltern trennst. Und es können ein paar Tage sein, es können ein paar Wochen sein, wie auch immer. Es kann aber wichtig sein, dass du diese Distanz schaffst, damit mal dein Energiesystem sich selbst spüren kann. Weil wenn wir mit Menschen zusammen sind, passiert immer eine Anpassung. Immer.
Und du kennst es vielleicht aus deinem Leben, wenn man irgendwie mal alleine unterwegs ist, man fühlt sich anders, wie wenn man mit jemand anderem unterwegs ist. Und das ist erstmal egal, ob das der Partner ist, die Partnerin, ein Freund, ein Kumpel, wer auch immer. Jeder Mensch, mit dem wir Zeit verbringen, hat eine energetische Wirkung auf uns. Und es kann wichtig sein, dass du dich mal distanzierst. Ich sage nicht, dass du aufhören sollst, diese Menschen zu lieben oder dergleichen. Nein, ich bitte dich einfach nur, eine geografische Distanz zu erschaffen zwischen dir und dieser anderen Person. Vor allem vielleicht einer Person aus deiner Familie, wenn du merkst, ist wirklich ein krasses familienkarmisches Thema und ich weiß nicht, wie ich davon wegkomme, dann kann es sein, dass du diese Theorie nutzt, um mal diese Distanz zu schaffen, damit dein Energiesystem sich erholen kann. Ich weiß von mir selbst und auch von meinen Klienten und Schülern, das kann Wunder bewirken. Es kann einfach alles neutralisieren. Und häufig ist die beste Strategie, die wir fahren können, die wir nutzen können, um unser Energiesystem neu zu formatieren, die, dass wir einfach mal eine Pause einlegen. Das heißt auch eine Art von Berührungspause einlegen. Also wenn du möchtest, probier das mal bitte aus. Der siebte Punkt. Da möchte ich jetzt auf das Thema Stolz zu sprechen kommen. Stolz. Vielleicht kennst du solche Sätze von dir aus deinem Leben oder von Freunden, von deiner Familie, wie zum Beispiel, ich bin so stolz auf meine Kinder oder ich bin so stolz auf meine Familie, ich bin so stolz auf meine Vorfahren. Grundsätzlich ist da gar nichts Verkehrtes daran und du kannst tun und lassen, was auch immer du möchtest. Aber ich möchte dir folgende Empfehlung geben, vor allem wenn du dich von familienkarmischen Themen etwas distanzieren möchtest, hör auf, solche Sätze zu sagen. Oder sogar solche Sätze zu denken wie, ich bin stolz auf meine Kinder. Natürlich darfst du stolz sein auf deine Kinder. Und es gibt mit Sicherheit hunderte von Gründen, wieso du stolz bist auf deine Kinder oder auf deine Familie. Aber Stolz ist nur ein Aspekt unseres Egos. Unser Ego hält an oberflächlichen Fakten fest und möchte ein Stück weit sich sicher fühlen, sich wertvoll fühlen. Das heißt, in diesem Moment spricht eigentlich nur dein Ego zu dir. Wir sind eine Familie auf der Erde. Und wenn deine Kinder zum Beispiel irgendeine Leistung vollbringen, auf die man wirklich stolz sein kann, kannst du es natürlich zu deinen Kindern sagen. Ich bin mir sicher, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass mein Vater das sehr oft zu mir gesagt hat. Und es war wunderschön. Aber wie kommunizierst du zu dir selbst oder zur Außenwelt? Weil Stolz ist ein Klebemittel zwischen dir und Familienkarma. Wenn du diesen Stolz loslässt und einfach stattdessen Dankbarkeit spürst für deine Familie, für deine Kinder, neutralisierst du diese ego-behaftete Energie. Und das würde ich dir von Herzen empfehlen. Einfach mal diese Sätze aus deinem Gedankengut eliminieren und gucken, was passiert. Es kann wirklich sein, dass diese klebrigen Strukturen, die man nicht so richtig greifen kann, dass die sich dadurch immer mehr und mehr auflösen. So, Punkt Nummer 8. Und da möchte ich jetzt auf körperliche Phänomene eingehen, vielleicht auch auf physische Schmerzen, chronische Beschwerden, Krankheiten und so weiter. Vielleicht gibt es aktuell auch in deinem Leben Situationen, die wirklich auch körperlich extrem viel Energie von dir abverlangen, wo du auch so ein bisschen am Ende bist mit deinem Latein. Vielleicht warst du schon bei Ärzten, schulmedizinische Therapien ausprobiert, bei Therapeuten, Heilern, wie auch immer, aber du kommst vielleicht mit einem körperlichen Phänomen nicht weiter. Und die Menschen, zu denen du gehst, diese Experten, die wissen auch nicht weiter. Es kann sein, dass irgendein Organ, irgendeine Stelle an deinem Körper, die diese körperlichen Schmerzen noch zeigt oder diese Stellen, die krank sind, dass die energetisch verbunden sind mit einem familienkarmischen Thema. Das heißt, es kann wirklich sein, dass diese Verbindung, die du da hast zu einem familienkarmischen Thema, dass das physische Schmerzen, physische Phänomene auslöst. So, ich möchte dich bitten, mal folgende Übung für dich durchzuführen.
Vorausgesetzt natürlich, du hast diese eine Stelle oder dieses eine körperliche Thema, das du auflösen möchtest. Sagen wir mal, es ist das linke Knie, das schmerzt. Und es schmerzt immer wieder und du weißt nicht, wie du das verändern kannst. Könntest du dich mit deinem linken Knie verbinden und dein linkes Knie fragen? Ich weiß, das ist jetzt ziemlich strange, aber mach es einfach mal. Weißt du, was das Coole ist? Du musst nicht daran glauben, es funktioniert trotzdem. Also verbindest dich mit deinem linken Knie und du fragst dein linkes Knie. Gibt es eine negative Verbindung zwischen dir, mein liebes linke Knie, und einem familienkarmischen Thema oder einem Familienmitglied? Du stellst einfach mal diese Frage, du bist ganz entspannt und du guckst mal, ob irgendwelche Antworten kommen. Es kann sein, dass du auf einmal, zack, siehst du irgendwie deinen Bruder vor dir stehen. Du musst es gar nicht verstehen, wieso, weshalb, warum. Es kann aber einfach sein, dass es eine negativ resonierende Verbindung gibt. Und diese negativ resonierende Verbindung, diese Fäden laufen direkt in dein Knie hinein, beispielsweise. So, das erste Wichtigste ist, dass du dir selbst vergibst und sagst, ich vergebe mir selbst für diese Verbindung und ich vergebe meinem Bruder für diese Verbindung. Ganz häufig ist es so, dass diese Verbindungen komplett unbewusst und ungelenkt von uns entstehen. Und der erste wichtigste Schritt ist, dass wir in die Vergebung gehen und uns wirklich davor hüten, da irgendjemanden zu beschuldigen, einen Schuldigen, ein Opfer, einen Täter zu suchen, weil das gibt es hier nicht in diesem Konzept. So, das heißt, wir vergeben und wir sehen diese Fäden, diese energetischen Verbindungen wie Spinnweben und danach könntest du verschiedene Dinge machen. Ich weiß, viele von euch haben unser Superhuman Training durchlaufen und sich mit dem Superhuman Ich verbunden. Das ist eine Art von Zukunftsversion von dir, die schon etwas weiter ist. Das heißt, du könntest dir zum Beispiel vorstellen, dass dein Superhuman Ich kommt und diese Verbindungen trennt. Was auch eine sehr, sehr effektive Methode ist, ich weiß, es ist ein bisschen spooky, ist, dass du die ultraviolette Flamme von Saint-Germain, das ist ein aufgestiegener Meister gewesen oder ist ein aufgestiegener Meister, dass du diese violette Flamme nutzt und dir vorstellst, dass Saint-Germain diese Verbindungen löscht, auch ganz, ganz effektiv. Wenn du jemand bist, der sehr gerne auch mit Erzengel-Energien arbeitet, gerne auch ein Erzengel, Erzengel Michael zum Beispiel ist da auch Spezialist dafür, mit in den Prozess dazu laden, diese Verbindungen kappen und dann in die Dankbarkeit gehen. Es kann sein, dass sich wirklich gravierend etwas verändert. Und in unserer New Spirit Toolbox haben wir ganz, ganz viele verschiedene Techniken und Tools, wie man diese negativ resonierten Verbindungen kappen kann. Und eine sehr basic Variante ist genau die gewesen, die ich soeben erklärt habe. Also du kannst es sofort nutzen und einsetzen und einfach mal gucken, was passiert. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir schreibst und erzählst, was sich dadurch verändern durfte. Ich freue mich immer riesig über euer Feedback. Und ich weiß, dass viele Menschen, die ich auch live treffe, zu mir sagen, ja, Baha, ich wollte dir nicht schreiben, weil du kriegst ja bestimmt so viele E-Mails. Ja, ich krieg viele E-Mails, aber ich nehme mir wirklich die Zeit, jedes E-Mail wirklich durchzulesen. Und auch bei uns im Office, wir freuen uns über jedes Feedback jeglicher Art. Also bitte kontaktiere uns und erzähl mir, ob diese Technik, diese Meditation bei dir funktioniert hat. Ich würde mich riesig darüber freuen. So, neunter Fakt, beziehungsweise auch eine Strategie, die ich dir hier geben möchte. Es gibt ja so einen Satz, den sagen wir Menschen sehr häufig, vielleicht du nicht, aber ich habe das früher sehr oft gemacht. Wenn zum Beispiel ich irgendwas gemacht habe, was typisch für mich ist, habe ich zum Beispiel gesagt, ja, das ist typisch Bahar. Das ist so typisch für mich. Oder was ich auch häufig gemacht habe, wenn meine Schwester irgendwie irgendwas vergessen hat oder keine Ahnung, habe ich gesagt, ja, das ist typisch für meine Schwester, das ist typisch für meine Mama. So, dieses, das ist typisch für, lass das einfach. Weil es ist so, jedes Mal, wenn wir diesen Satz fallen lassen, egal ob das über uns selbst ist oder über jemand anderes, wir grenzen uns ein. Und wir geben unserem Familienkarma zusätzliches Material. Wir verstärken unser Familienkarma. Oder wenn irgendetwas passiert, dass du sagst, hey, das ist typisch für meine Familie, lass diese Sätze einfach. Und wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, die diese Sätze nutzen, erzähl ihnen mal davon. Sag ihnen, dass sie das bitte unterlassen sollen. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht und ich hatte diesen Shift für mich. Vor ein paar Jahren habe ich den durchgeführt, dass ich einfach aufhöre, diese Sätze zu sagen. Ich habe wirklich festgestellt, dass in diesem Moment, wo ich diesen Satz sagen möchte, sich mein Bewusstsein eingrenzt. Und wenn ich das
deaktivieren, wenn ich dieses Stoppzeichen setze, bleibe ich in diesem Feld unendlicher Möglichkeiten, weil dieses Feld existiert für uns alle. So, noch zwei weitere Punkte. Der 10. Punkt, ich habe ihn schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, jeder Einzelne von uns, erkennt, dass es nicht diese eine unsere Familie gibt, sondern es gibt eine kollektive Familie und das ist die Erde. Und ich hatte von klein auf so ein bisschen das Gefühl immer, klar, ich habe eine Familie, das sind meine Eltern, aber es gab auch viele fremde Menschen auf der Straße, wo ich irgendwie eine Verbindung gespürt habe. Das heißt, es muss nicht heißen, dass wenn jemand in unserer Familie ist, dass wir diese starke Verbindung spüren. Es kann natürlich so sein. Gleichzeitig möchte ich dich bitten, dich auch dafür zu öffnen, dass komplett fremde Menschen für dich wie Familie sein können. Und ich bin mir sicher, du hast vielleicht Freunde oder Kollegen, die sind dir so sehr ans Herz gewachsen, dass es wie eine Familie für dich ist. So, lass uns doch diese Grenzen noch mehr ausweiten. Das heißt, auch der nervige Nachbar irgendwie ist auch ein Teil deiner Familie, weil wir sind hier eine große Familie auf der Erde. Und ich weiß, auf einer gewissen Herzensebene kennst du diese Wahrheit. Aber unser Kopf möchte uns ja so oft etwas anderes einreden. Lass ihn einfach. Lass ihn. Fokussiere dich auf etwas Neues, an das du festhalten möchtest, an das du glauben möchtest. Weil ich bin der Überzeugung, wir können so einen starken Shift auslösen, wenn wir uns immer wieder auf das fokussieren, dass wir eine große Familie sind auf dieser Erde. So, und der letzte Punkt zum Thema Familienkarma ist eine kleine Bitte von Herzen an dich. Wenn es Menschen in deiner Familie gibt, wo du das Gefühl hast, dass irgendwie die Energie, die fließt nicht, such diese Menschen auf, verbinde dich mit ihnen, sprich mit ihnen, sprich die Dinge aus, kommuniziere mit ihnen. So, es kann aber sein, dass das vielleicht einfach im Moment nicht möglich ist. Es kann sein, dass diese Menschen vielleicht schon im Jenseits sind oder dass du einfach nicht weißt, wo diese Menschen sind und wie du dich mit ihnen bewusst verbinden kannst. Dann schreib ihnen einen Brief. Du musst diesen Brief nicht mal abschicken. Es geht wirklich darum, dass wir energetisch gesehen dieses Signal für Heilung und Transformation von jeglicher Art von Energie in die Welt hineinsetzen und dann beobachten, was passiert. Es ist nie zu spät, sich wieder auf der Ebene der Liebe zu verbinden. Und ganz egal, was in der Vergangenheit passiert ist, vielleicht haben diese Menschen in deinen Augen einen Fehler gemacht, aber vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Vielleicht kannst du dir selbst noch nicht wirklich vergeben. Glaub mir, es ist wichtig, dass du diesen Schritt gehst für deinen eigenen Prozess, für dein eigenes Leben. Geh diesen Schritt und entscheide dich dafür, dass du die Vergangenheit loslässt. Und wählst zu glauben, dass eine wunderschöne Zukunft für dich und deine gesamte Familie und die Erdenfamilie wartet. Ich danke dir, dass du da warst und ich freue mich riesig, wenn du mir erzählst, hier unter diesem Video auch gerne kommentierst, wie du diese Strategien für dich nutzen und einsetzen konntest. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du da energetisch gesehen noch tiefer einsteigen möchtest, ein Feintuning machen möchtest für dein gesamtes Energiesystem, das dann Wellen haben wird auf dein gesamtes Leben. Dann möchte ich dich herzlich einladen zum Chakras Project Online Training, die zweite Runde. Und in diesem Chakras Project Online Training geht es wirklich darum, dass ich dich über 9 Wochen hinweg begleite und unterstütze. Und am 14. Februar ab 12 Uhr öffnen wir wieder die Tore zur Registrierung für genau 88 Stunden. Danach ist eine Anmeldung nicht mehr möglich und ich denke, wir werden wahrscheinlich erst dann wieder nächstes Jahr eine weitere Runde starten. Das heißt, wenn du jetzt dabei sein möchtest, einfach registrieren und anmelden. Du kannst nach deiner Registrierung und Anmeldung auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Chakras Project starten. Das ist der große Luxus hinter einem Online-Training. Du kannst dir das so einrichten, wie du das haben möchtest, wann immer du möchtest starten, wann immer du möchtest die Videos anschauen, Sessions, Meditationen etc.
Ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben. Und ich danke dir von Herzen, dass du hier warst, hier bei dieser spannenden Podcast-Folge Familienkarma. Ich wünsche dir alles, alles Liebe von Herzen und freue mich auf das nächste Mal hier im Newsbird Podcast.